1986, quindi 25 anni fa, io sono arrivato qui e poi sono andato a Est, che è di là, a Pechino, per 9.000 km. Stavolta sono di nuovo qua, vado a Ovest, che è di là, per 6.300 km. Un'altra differenza importante, quella volta io portavo mia moglie Hortensia, o lei portava me. Questa volta porto Mark Sperle. Quindi forse c'è una differenza che vorrei illustrare. 1986, also vor 25 Jahren, kam ich nach Moskau hierher und fuhr 9000 Kilometer in die Richtung, Richtung Osten bis nach Peking. Jetzt bin ich wieder hier und werde 6300 Kilometer zurücklegen bis nach Lissabon, also Richtung Westen. Damals war bei mir meine Frau Hortensia und diesmal fahre ich mit meinem Reisegefährte Mark Sperle. Es gibt also vielleicht einen Unterschied zwischen damals und heute und diesen Unterschied werde ich Ihnen jetzt erklären. Mark, come Hortensia, è nato negli anni 60, ma come potete vedere non è una donna, bensì un collega. Mark ist wie Hortensia in den 60er Jahren geboren, aber wie ihr sehen könnt, ist Mark keine Frau, er ist ein Kollege. Un collega maschio, tedesco, redattore della Zeit e autore di libri con titoli affascinanti come Hai spento il gas? Mark ist ein männlicher Journalist aus Deutschland, Redakteur bei der Zeit, Autor von witzigen Büchern mit äußerst humorvollen Titeln, wie zum Beispiel Ist der Herd wirklich aus? L'anno scorso, da Berlino a Palermo, mi ha dimostrato di essere un bravo viaggiatore, una persona simpatica e uno scrittore intelligente. Im letzten Jahr auf der Reise von Berlin nach Palermo hat mir gezeigt, dass eine sehr angenehme Person ist, ein sympathischer Mensch und ein sehr intelligenter Autor. Ma la cosa più importante è che Mark è fondamentalmente un casinista, uno che ama l'improvvisazione, che detesta la preparazione metodica che noi in Italia immaginiamo tipica dei tedeschi. In fondo all'animo, Mark è una via di mezzo fra uno scugnizzo napoletano è un cantante palermitano, ma per farmi contento finge di essere un tedesco serio, preparato, vagamente pessimista. Aber das Wichtigste an Mark ist, dass der absolute Chaot ist. Ein Mensch, auf jeden Fall auf die Improvisation zurückgreift. Jemand, durchdachte Dinge nicht mag. Ist auf halber Strecke zwischen einem napoletanischen Scugnizzo und einem Sänger aus Palermo. Aber, mir einen Gefallen zu tun, tut so, als ob ein richtiger Deutscher sei. Ein seriöser, ein gut vorbereiteter und ein pünktlicher Mann. Grazie Mark, muoviamo i nostri stereotipi verso il tramonto e vediamo cosa succede. Danke Mark, bewegen wir uns also fort mit unseren Stereotypen Richtung Sonnenuntergang und mal schauen, was passiert.